Ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Ich bin jetzt schon total besoffen vom Wodka, den ich gar nicht getrunken habe. Okay, ja. Ja, meine Lieben, schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Heute mit meinem Schatzi Alessandro. Und was wird es da für ein Video natürlich geben? Degustabo. Genau. Heute mal ohne Mikrofon. Ich hoffe, es halt nicht allzu sehr. Wir sind ja hier an unserem Esstisch und meine anderen Männer backen gerade in der Küche. Also falls es da ein bisschen lauter wird, sorry schon mal dafür. Wir haben also, wie schon angekündigt, die Degustabox. Die ist super schwer. Ich selbst habe auch noch nicht reingeschaut, also wird es ein Unboxing geben. Der Alessandro ist wieder mit dabei, weil er natürlich die Produkte probieren möchte, insofern irgendwas für ihn dabei ist. Also, genug gequatscht. Wir haben euch die Degustabox ja schon super oft vorgestellt und ihr freut euch auch immer, vor allen Dingen, weil der Alessandro mit dabei ist. So, der Alessandro nimmt sich wieder das Produktkärtchen, das sieht so aus. Genau, da stehen die ganzen Produkte drauf und der Alessandro schaut, was das jeweilige Produkt kosten würde. Wir haben jetzt hier auch noch ein paar Flyer, die schauen wir uns später nochmal an. Und dieses hier, was ist das? Origami, da kann der Alessandro dann irgendwas basteln. Schauen wir uns später auch nochmal genauer an. Also wir legen los, damit das Video nicht zu lange wird. Ich glaube, die ist nämlich schön prall gefüllt, also wie gesagt, sie war super schwer. Wir zeigen euch jetzt mal das erste Produkt und zwar, schau mal, 20 Mini-Blinis, ja, sieht aus wie Crepe, wie so Pfannkuchen. Genau, kann man die kalt essen oder? Keine Ahnung, magst du einen probieren? Ja. Okay, dann mache ich das mal eben auf für dich, mein Schatz. Magst du mal gucken, was das kostet? Ja? Sie ist auch nicht. Ja, genau. 2,49 €. Riecht schon mal gut. Probier du mal. Lies mal, was da steht. Ach, das kann man auch als Vorspeise nehmen, genau. Eine slawische Spezialität. Genau, die nach einem aus Russland stammenden Rezept hergestellt wurde. Mhm. Okay, Eierkuchen, genau. Also wie gesagt, sehen aus wie Pfannkuchen. Und kann man die kalt essen oder nicht so lecker? Es ist auch nicht so knapp, es ist mehr so Brot. Ah, okay. Ach, deswegen ist es hier auch so, schaut mal, da ist wie so Lachs drauf und genau, kann man als Vorspeise essen. Okay, gut, dann machen wir weiter. Yay, Nudeln! Jeder, der mich kennt, weiß, wie sehr ich Nudeln liebe. Bei uns gibt es fast jeden Tag Nudeln, der Schatz. Du Armer. Okay, also von Birke. Aber bei jeder Degustabox ist dann auch Nudeln dabei. Ja, 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 die kennen uns schon. Sie wissen, was wir wollen. Und zwar Limone, Schnittlauch. Mhm, genau. Sieht sehr interessant aus. Ich weiß nicht, ob das meinen Kindern schmecken wird. Was kostet denn so eine Packung, mein Schatz? Du guckst schon mal drauf. 1,59 €. Mhm, okay. Dann haben wir so Cracker. Genau, die finden meine Kinder jetzt nicht ganz so lecker, weil die halt super trocken sind. Aber so abends auf dem Sofa esse ich die ganz gerne mal. Was würden die kosten, mein Schatz? Wo sind die? Hier. Da, 2,19 €. Okay, hier steht Snacks, Kräuter und Knoblauch. Genau, also das wird meinen Kindern definitiv nicht schmecken. Da ist ja meistens auch so Leinsamen und so weiter dabei. Eigentlich sehr gesund, aber weiß ich nicht. Möchtest du es probieren? Nee. Ehrlich, ne? Okay, gut, dann machen wir weiter. Jetzt haben wir hier was schön Eingepacktes. Das habe ich auch schon oft gesagt, dass die Degustabox sich da super viel Mühe gibt, eben mit der Verpackung. Die passen wirklich auf die Produkte auf, dass da nichts passiert. Was würde das kosten, mein Schatz? Das ist schön. 1,99 €? Okay. Und zwar ist es ein mit Holunderblüten-Minze-Sekt. Ja, genau, oder? Ist Sekt. Hier steht Alkoholfrei. Alkoholfrei. Mhm. Okay, darfst du trotzdem nicht probieren. Sehr gut, dann für die Mama. Mama trinkt ja keinen Alkohol. Dann haben wir jetzt hier ein Produkt, ein... 2013. Ah, ja, genau. Ein, keine Ahnung, was ist das, Schatz? Was kostet das? Guck mal bitte, was es kostet. Hier 1,39 € oder 1,49 €. Ja, bis 1,49 €, genau. Das kommt dann immer aufs Geschäft drauf an, für wie viel die das dann verkaufen wollen. Hier steht Kreuzbergs Regenerativium. Keine Ahnung, ist das jetzt die Wasser oder? Grüntee. Ah, okay, ja, dann dürftest du es eigentlich trinken, ne? Ja. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Kohlensäurehaltiges Meerfruchtgetränk mit Mango. Was? Mango Stain? Ingwer, Limetten, Geschmack. Komisches Getränk. Wir lassen es mal. Trinkt dann die Mama. Genau, dann haben wir hier ein Produkt. Möchtest du eigentlich mal reingreifen oder soll ich reingreifen? Nein, okay.
Ja, nee, aber das kannst, das ist Vanillesoße, Dessertsoße. Oh. Da ist nichts mit Erdbeer drinnen. Da könnte man noch Erdbeeren drauf machen, zum Beispiel auch Pfannkuchen. Kann man ja die hier vielleicht so mit Erdbeeren und der Soße. Müssen wir mal ausprobieren. Vanillegeschmack, genau, immer gut. Naschkatze, Dessertsoße. Was würde das kosten, mein Herz? Da, genau. Ja, das ist das. 1,69, ne? Ja. Okay, haben wir jetzt auch mal wieder was für dich? Ah, Tee, wir lieben Tee. Der Alessandro und ich trinken abends immer Tee. Das ist Strawberry, Raspberry und Rhubarb. Also Rhabarber. Rhabarber, Himbeer, Erdbeer. Von Lipton. Was kostet das? Siehst du es? Ja, 2,49 €. Genau, dann auf jeden Fall. So ein typischer Tee. Reicht, ja. Ja. Dann haben wir hier was für meine Kinder, und zwar Pickups. Schoko, genau. Das letzte Mal war weiße Schokolade, ne? Oh, die sind schön klein. Guck mal, für unterwegs, wenn wir Fahrradtour machen. Ideal. Magst du hier? Das ist ein Produkt des Monats. Ah, 2,79 €. Okay, magst du? Ja. Du kennst ja gar nicht den Geschmack, ne? Und schmeckt es dir? Natürlich. Ja, natürlich. So, was haben wir jetzt hier noch schön eingepackt? Und zwar haben wir hier, genau, von Franziskana ein alkoholfreies mit Blutorange Weißbier. Okay. Für 80 Cent. Für 80 Cent wird der Papa trinken. Dann, was haben wir jetzt noch? Moment. Hier. So, Entschuldigung, wegen den Geräuschen. Ach, wir haben glaube ich zwei. Kann es sein? Das ist zwei sind. Ja. Achso, auch noch bisschen. Ja, aber das ist ein anderer Geschmack. Und zwar Weißbier. 2,5%. Genau. Naturkuss Weißbier mit Zitronenlimonade. Kann man eigentlich dem Opa mit nach Italien nehmen, ne? Freut sich über sowas. Der liebt auch das deutsche Bier. Also der trinkt dann immer wieder mal ein Weißbier. Das gibt es in Italien nicht. Deswegen trinke ich da immer 3-4 Stück mit. So. Was haben wir denn als nächstes? Und zwar Mentos, Schoko und Karamell und Mentos, Schoko, Karamell mit weißer Schokolade und einmal mit dunkler Schokolade. Oh, Karamell. Magst du die mal probieren? Nee. Magst kein Karamell, ne? Was würde da eins kosten, mein Schatz? Da, 85 Cent. Eins, ne? Dann haben wir Haribo, Milchbeeren, die kenne ich überhaupt nicht. Hast du die schon mal irgendwo gesehen? Mhm. Ich auch nicht. Milchbeeren, genau. Magst du eins probieren? Ja. Okay. 95 Cent. 95 Cent die Packung? Ja. Okay. Das ist ein bisschen billig. 50, ne? Kannst du mal probieren? Was haben wir noch? Was ist da denn drin? Und wie schmecken sie? Gut. Guck mal, wie das eingepackt war. Das ist gut, oder? Damit die nicht kaputt gehen. Ja, aber das sind letztes Mal dabei. Die hier? Nee. Also ähnliche. Ja, so ähnliche, genau. Die sind jetzt von Balzen, Cookie Chips, Zimt und Zucker. Genau, die kenne ich überhaupt nicht. Cool, aber da freut mich immer zu probieren. Und zwar sind das wie so Waffeln, dann haben die das halt so eingepackt, damit die nicht so zerbrechen. Finde ich gut. Und der Verschluss ist auch schön, weil das kann man dann wieder verschließen. Finde ich auch gut. Boah, lecker, es duftet. Ich probiere ja in den Videos nie, ne? Weil wenn man isst, spricht man nicht. Wie das riecht. Boah, die riechen so lecker. Gleich, wenn das Video zu Ende ist, nehme ich mir auch was. Ja. Oh, das machen wir schon mal dabei. Genau, das ist jetzt das letzte Produkt. Ihr könnt schon sehen, es war wirklich prall gefüllt, die Deko-Starbox. Ja, von Rauch hatten wir jetzt schon des öfteren Saft drinnen. Das letzte Mal war Mandarine und noch irgendeinen Geschmack hatten wir. Das ist jetzt Rhabarber. Ich weiß nicht, ob es dem Lissandro schmeckt. Möchtest du mal probieren? Ja. Okay, dann hole ich schnell ein Glas für dich. Okay, Rhabarber. Also ich finde es lecker, aber ich weiß nicht, ob es dem Lissandro schmeckt. Ich hole schnell ein Glas und dann bin ich gleich wieder da. Was? Du bist immer im Video. Ja, ich weiß. So, da bin ich wieder. Glas geholt. Der Lissandro probiert jetzt den Rhabarbersaft von Rauch. Mal gucken, wie es dir schmeckt. Und? Nein. Habe ich gewusst, dass dir das nicht schmeckt. Aber es riecht gut. Oh, ich finde es lecker. Oh, ist der lecker. Ah, lecker. Wenn der jetzt noch kalt ist, Lassie, dann trinkt ihn nur die Mama.
So, das war soweit von unserer Degusta-Box. Genau, hier sind ja noch zwei Flyer. Das packen sie halt auch immer mit rein, eben vom jeweiligen Produkt. Und haben wir jetzt alles aufgezählt? Ja, ne? Keine Ahnung, was das ist. Also das lässt mir jetzt keine Ruhe, ne? Muss ich dann alles mal durchlesen. Getränk mit herbfruchtigem Geschmack von Kaktusfeige, Ingwer, Limette und Grüntee. Der Drink enthält natürliche Inhaltsstoffe und bietet sich zu jeder Tages- und Nachtzeit an. Okay. Ist ein regeneriert ohne aufzuputschen. Genau, ich habe jetzt nur aufputschen gelesen, deswegen. Nein, darf der Defendro natürlich nicht trinken. Okay, das war es soweit von unserer Degusta-Box, mein Herz. Wie fandest du die Degusta-Box diesen Monat? Cool. Cool. Also, was fandest du am besten? Die hier sind super lecker. Und ja, ich gern aber Pickups natürlich. Pickups auch. Die hier waren am besten. Die waren am besten. Die sind so lecker einfach. Lecker einfach, okay. Und da werden wir auch was Schönes zaubern. Ach, ich habe euch noch nicht erzählt, dass ja hier hinten immer Rezepte drauf sind, genau. Und wir haben jetzt hier Limongarnelen mit Brokkoli. Genau, deswegen. Und die Nudeln. Die Nudeln sind dabei, genau. Das habe ich euch gezeigt, die hier. Und dann haben wir noch ein Raspberry. Genau, ein Drink. Raspberry. Ja, Raspberry. Und deswegen ist der mit dabei. Aber ich sehe schon, da ist Wodka mit drin. Und deswegen ist das natürlich Wodka. Nichts für uns. Genau. Okay, also das war's von unserer Degusta-Box. 1, 2, 3. Ich bin schon besoffen, wenn ich von Wodka rede. Wodka. So. Ne, mein Herz. Okay, ich muss mich jetzt totlachen. Also meine Lieben, ich hoffe, dass euch unser Video gefallen hat. Ich bin jetzt schon total besoffen vom Wodka, den ich gar nicht getrunken habe. Okay, ja, wie gesagt, ich trinke ja keinen Alkohol. Ich bin auch so lustig. So, also jetzt zum 10.000. Mal verabschieden wir uns. Wir beide, wenn ihr dieses Video seht, sind wir im Urlaub bei der Oma in Italien. In Italien, genau. Können wir am Opa das Bier mitbringen. Und sind dann hoffentlich am Meer. Genau. Und wir haben euch dieses Video vorbereitet. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Und jetzt verabschieden wir uns, oder? Ja. Auf Italienisch? Ich kann mich gerne verabschieden auf Italienisch. Ciao. Molto bene. Also, macht's gut, meine Lieben. Tschüss.